In diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie man bei Snapchat eine Verknüpfung erstellen kann. Die Snapchat-Verknüpfung ist super praktisch und zeitsparend, um gleichzeitig einer bestimmten Gruppe an Freunden einen Snap zu schicken. Ich zeige dir, wie du verschiedene Verknüpfungen erstellen kannst und im Anschluss diese Verknüpfung auch wieder löschen kannst. Deshalb solltest du unbedingt bis zum Ende des Videos dranbleiben. Wir gehen dafür direkt in die Snapchat-App und machen jetzt einfach mal hier ein Foto. Anschließend wollen wir noch einen kleinen Text einfügen, klicken also auf das T und geben jetzt hier einfach mal den Text Verknüpfung ein. Wenn du das Ganze erledigt hast, klickst du anschließend nur noch auf Fertig, klicken jetzt hier unten auf Senden an, anschließend oben in die Suchleiste auf Senden an und jetzt erscheint hier auch schon der Button Verknüpfung erstellen. Einmal darauf klicken und jetzt müssen wir nur noch das Emoji auswählen. Jetzt hast du natürlich freie Wahl und kannst dir einfach hier ein Emoji aussuchen. Anschließend kannst du natürlich noch die Person bzw. deine Freunde auswählen, die mit diesem Emoji verknüpft werden sollen. Danach klickst du auf Verknüpfung erstellen und du siehst, es wurde eine Snapchat-Verknüpfung erstellt. Und jetzt klickst du einfach nur noch dieses Emoji an und es werden automatisch deine Personen ausgewählt und du kannst diesen Snap an diese Freunde direkt verschicken. Das heißt, du brauchst nicht erst alle einzeln anklicken, sondern kannst einfach alle auswählen, die mit diesem Emoji verknüpft sind. Und das spart natürlich einiges an Zeit. Wir nehmen jetzt einfach nochmal einen neuen Snap auf, klicken wieder unten rechts auf Senden an, klicken diesmal direkt auf Verknüpfung und können hier unten auch nochmal eine neue Verknüpfung hinzufügen. Wir wählen jetzt einfach mal hier Team Snapchat aus und wählen wieder ein neues Emoji aus. Du siehst jetzt hier in der Liste, hast du verschiedene Emojis, das heißt, du kannst das Ganze auch ein bisschen sortieren und je nachdem, wem du dann ein Snap schicken möchtest, diese Verknüpfung einfach nutzen, um automatisch Snaps gleichzeitig an mehrere Freunde zu schicken. Wenn du jetzt eine Snapchat-Verknüpfung löschen möchtest, klickst du hier wieder auf Verknüpfung, wählst eine deiner Verknüpfungen aus und kannst anschließend oben rechts auf die Mülltonne und diese Verknüpfung löschen. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Falls ja, lass auf jeden Fall einen Daumen da. Ansonsten abonniere gerne diesen YouTube-Kanal und aktiviere die Glocke, damit du in Zukunft keine weiteren Videos mehr verpasst.